Ich bin Christoph Gellert, bin Fotograf. Ich bin seit mehreren Jahren Teil der Leica Akademie. Mein Hauptthemengebiet sind Porträts. Mein Name ist Jean Noir, 37 Jahre alt. Ich bin Porträt- und Editorial-Fotograf. Unter Fashion-Fotografie versteht man meist großes Setup im Studio. Das wollten wir anders machen. Teamwork und Vorbereitung sind für so ein Shooting essentiell. Zusammen mit den Kreativen haben wir für die jeweilige Szene die passenden Klamotten ausgesucht, um dem Ganzen eine Seele zu geben. Dass man das Thema Fashion-Fotografie nicht nur über eine Kamera nur allein definiert wird, sondern wie denke ich und wie spiele ich die Kreativität weiter. Letztendlich gehört zum Fotografieren nicht so wirklich viel dazu. Es sind Blende, Verschlusszeit, ISO und einen guten Finger auf dem Auslöser. Das klingt sehr, sehr simpel. Das natürlich optimal eingesetzt, gibt das perfekte Bild. Ein simples Porträt lässt sich dadurch aufwerten, indem man den Reflektor benutzt, um von schräg unten mehr Licht ins Gesicht zu bekommen. Mit dem Handy unter der Linse ist es ganz einfach, spannende Reflexionen im Bild zu erzeugen. Im Bereich der Porträtfotografie arbeitet man häufig auch mit einem schnellen Shutter, um die Möglichkeit zu bekommen, durch Offenblende, in diesem Falle eine 2.2, die Situation einzufrieren. Das Miteinander und die gute Stimmung am Set ist für ein perfektes Bildergebnis ganz, ganz wichtig. Leica CL ist verbunden. Ich kann sofort auf die Bilder von der Kamera zugreifen und sage, wähle ein Bild aus, kann es herunterladen. In der People-Fotografie ist Kommunikation alles. Nicht nur für Anweisungen, sondern eben auch, um das Model in die dazugehörige Emotion zu versetzen und genau das Bild zu bekommen, was ihr wirklich haben wollt. In der People-Fotografie ist es ganz wichtig, nicht nur das Model anzuweisen, sondern auch seinen eigenen Blickwinkel zu verändern. In der Fashion-Fotografie ist es wichtig, durch Lichtsetzung und Posing den Fokus auf Kleidung herauszuarbeiten. Wir wollten auch zeigen mit unserer Art der Fotografie, dass wir mit vielen verschiedenen Kameras arbeiten können. Es gab fantastische Ergebnisse, die letztendlich auch damit zusammenhängen, dass wir die Kameras so flexibel wie nur irgendwie möglich einsetzen konnten. Und das liegt natürlich auch an der Größe der Kameras bzw. auch an der Variabilität. Schöne Kontraste drin. Wenn man sieht, sieht man die Reflexion und da, wo sie im Gesicht ist, sieht man selbst mich drin. Das kann man aber nicht erkennen, wenn man es nicht weiß, dass es freigestellt ist durch mich.
In diesem Setup war es uns unheimlich wichtig, darauf zu achten, dass wir gewisse Elemente kombinieren, wie die Tiefe des Raumes, Details wie durch den Regenschirm, als auch tropfendes Wasser von oben, als auch hier natürliches Licht mit LED oder auch LED-Blitzlicht kombinieren zu können. Für den künstlerischen Bereich bietet das Arbeiten mit Spiegeln und Prisma viele Möglichkeiten, kreative Elemente wie Reflexionen ins Bild mit einfließen zu lassen. Wer mehr über Shooting-Techniken erfahren möchte, kann sich in einem Leica-Store weltweit informieren und Produkte ausprobieren.